bin der Schröder und ich stelle hier heute mal mein Show-and-Tell-Deck vor, oder wie ich es auch nenne, Foil-and-Tell-Deck. Da fange ich einfach mal an. Als Keycard haben wir hier, ob man das so gut sieht, weiß ich tatsächlich nicht, haben wir hier 4 Show-and-Tells. Das ist der Kill und auch die Karte, für das das Deck am meisten beleidigt wird, weil ja viele gebildete Menschen einfach sagen, 3 Mana und man hat das Spiel gewonnen. Ich versuche euch jetzt auch ein bisschen mit auf den Weg zu geben, dass es nicht so einfach ist. Also es ist nicht nur 3 Mana und man hat gewonnen. Aber die Karte hat natürlich auch ihre Vorteile. Zum Beispiel gegen nicht-blaue Decks, die mit Show and Tell einfach kaum interagieren können, ist die Karte einfach ziemlich broken. Das muss man so stehen lassen. So, dann haben wir hier 4 Brainstorms. Das ist so mit die anspruchsvollste Karte des Decks. Brainstorm ist nicht nur eine Ressourcenquelle. Wenn Brainstorm gecountert wird, kann man auch ganz schnell sein Spiel vergessen. Wenn jetzt Brainstorm gebannt werden würde, wäre das für mich ein Grund zu sagen, okay, Show and Tell ist jetzt auf jeden Fall kein Tier 1 Deck mehr, da man sich die Hand mit Brainstorm super reorganisieren kann. Es ist auch nicht empfehlenswert, irgendwie First Turn den Zug zu passen oder direkt zu fetchen und Brainstorm durchzujagen. Das wäre einfach eine Zerstörung von Ressourcen, weil man schon versucht, aktiv alle Draws zu steuern. Irgendwann verfällt man in so einen Wahn, dass man das einfach auf die Spitze treibt, dass man versucht, alle Random Draws irgendwie zu verhindern, so dass ich zum Beispiel auch in der Combo einfach den Brainstorm vorher spiele, damit ich den Random Draw, den ich hatte, einfach nicht habe, sondern dass ich die Hand optimiert habe. Was dabei natürlich auf der Strecke bleibt, ist das Mana, dass man jetzt zum Beispiel EOT nicht verwendet, was ja in einem Delver-Deck zum Beispiel komplett anders ist. Der Delver-Spieler will Tempo machen und der muss aufpassen, dass er jedes Mana nutzt. So, eine Karte, die etwas weniger anspruchsvoll ist, aber trotzdem genauso wichtig, ist Ponder in dem Deck. Ponder würde ich zum Beispiel in einem Combo-Deck immer Preordain vorziehen, weil man immer die Chance hat, die vierte Karte zu sehen und der Shuffle-Effekt einfach die Brainstorms stärker macht. Nichtsdestotrotz spiele ich auch 3 Preordain. Man könnte sicherlich ein viertes spielen, wenn man die Slots dazu hätte. Aber ich denke mal, mit meinen 11 Cantrips und ich spiele auch noch einen Impuls. Der Impuls hat aber auch andere Funktionen in der Combo. Ist es ja so, dass man, wenn man über einen Cunning Wish in die Combo findet, wovon ich auch noch 2 spiele, 2 Cunning Wishes, dann geht man halt über Fireminds Foresight und findet mit dem den Impuls. Das bringt einem einfach mehr Value und dadurch hat man auch meistens den Fetti, den man dann mit Brainstorm drauflegen kann. Man kann ja mit Fireminds Foresight Combo Brainstorm, Impuls, zweiten Cunning Wish finden. Deshalb spiele ich auch nur noch 2 Cunning Wishes. Aber aktuell muss man sagen, nach der Corona-Pause kann es vielleicht sein, dass die Cunning Wishes wieder stärker sind, weil sich viele Leute zu 4C Control entscheiden und das bringt mich auch direkt zu den Days hier, die dann eventuell wieder schwächer sind als Spell Pierce. Denn Days ist eigentlich die bessere Karte im Delver Matchup. Nicht, dass Delver Matchup auf irgendeinem Planeten ein gutes Matchup wäre, aber Days macht das Matchup auf jeden Fall erträglicher. Auch hat mir schon viele gute Plays zusammen mit Veil of Summer aus dem Sideboard bereitet oder dass man einfach kein Mana offen haben muss und einfach mit 3 Mana versuchen kann, sein Show and Tell durchzudazen gegen ausgetauscht. Gegner. So, 4 Forces, denke ich mal, in Combo-Decks, die blau sind, sowieso unverzichtbar. Die andere Force spiele ich jetzt nicht. Also Force of Negation ist nicht so gut, weil man sie nur im Gegner-Turn benutzen kann und dadurch seine eigene Combo eigentlich kaum supportet. Daher bin ich bei 4 Force und werde ich auch immer bei 4 Force bleiben. So, dann haben wir hier den ganzen Killhaufen. Einmal 3 Grizzlebrender, das sind 3 Omniscience, 3 Emrakul, 3 Sneak Attack. Warum sind es von jedem 3? Ich habe mir das eigentlich am Anfang auch durch Netdenken habe ich das übernommen. Habe dann aber später auch gemerkt, 3 von jedem zu haben ist auf jeden Fall sinnvoller als jetzt zum Beispiel 4 Omniscience, 4 Grizzlebrand, 1 Emra, weil man so einfach ein bisschen minimiert, dass man Doppelte auf der Hand hat. Zudem ist im Sideboard noch für das Fireminds Foresight als Tutor, als Target eine Intuition drin und man hat so eigentlich die Möglichkeit, sich so ziemlich jede Karte rauszusuchen, weil man ja auch auf gleiche gehen kann. Ich wollte noch mal kurz auf die Keykarten eingehen. Emrakul und Grizzlebrand sind natürlich die einzigen Kreaturen im Deck mit Kreaturen, die sich gravierend unterscheiden. Show and Tell into Emrakul ist seit Oko wahrscheinlich nicht mehr so hilfreich. Man versucht eher auf Omniscience zu gehen. Omniscience lässt einen alle Spells für 0 Mana casten und der Weg Show and Tell, Omniscience, Emrakul ist mit Sicherheit gegen normale Decks, sage ich mal, oder Kontrolldecks der Hauptweg, den man gehen möchte. Was man versucht zu vermeiden ist Show and Tell into Emrakul oder Show and Tell into Grizzlebrand, da man ja quasi einen Turn verliert, dadurch, dass die Kreaturen keinen Haste haben und Oko einfach
die Kreaturen zu Elchen machen kann. Show and Tell into Griselbrand ist höher anzusiedeln vom Power-Level her als Show and Tell into Emrakul, da Griselbrand einfach in Response auf diverse Trigger noch Karten ziehen kann oder man einfach noch reagieren kann. Man hat eine Instanz mehr, die der Gegner besiegen muss. Ja, Sneak Attack ist eigentlich eine alternative Kill-Option, die man ohne Show and Tell benutzen kann. Also wenn man Sneak Attack und einen der beiden Fatties auf der Hand hat, dann kann man sich entscheiden, Sneak Attack so zu casten. Ist natürlich dadurch, dass sie 4 Mana kostet, oft nicht ratsam gegen Delver-Decks. Auch wenn man versucht, jedes Sneak Attack zu behalten, weil man schon davon ausgeht, dass das erste nicht resolven wird, behält man Sneak Attack auf der Hand. Was man auch noch machen kann, ist, um Sneak Attack etwas günstiger zu bekommen, was auch häufiger gemacht wird, als man denkt, ist Show and Tell into Sneak Attack. Einfach, um den Kreaturen Haste zu verleihen. Ja, ansonsten kann man sagen, die Karten synergieren eigentlich alle, bis auf jetzt Omniscience mit der Sneak Attack. Sneak Attack und Omniscience, also das habe ich einfach nur, wenn ich eine Omniscience schon liegen habe, dass ich eine Sneak Attack nur noch benutze, um ein bisschen zu baiten. Funktioniert natürlich nur bei extrem ungeübten Spielern, die dann denken, oh nee, jetzt passieren die Dinge noch einen Turn schneller. Ist ja, im Prinzip ist es Quatsch, aber auch die Reaktion rauszukitzeln kann wichtig sein. Was habe ich zu sagen zum Mana? 4 Blüten. Um schneller zu werden, entspringt sicherlich auch noch der Zeit, als Delver mehr gespielt wurde als jetzt. Also seit dem Astrolab-Print ist wahrscheinlich Delver jetzt ein bisschen zurückgegangen, kann man mitrechnen. Muss aber sagen, ich bin auf jeden Fall so ein Typ, ich gehe in die Turniere rein und werde jetzt erstmal gucken, wie es läuft. Ich werde jetzt nicht groß irgendwie anpassen, sondern ich werde einfach erstmal testen. Und sollte Delver zurückgegangen sein, wird man auf jeden Fall ein Petal, denke ich mal, cutten. Denn Petal ist auch die Karte, die man gegen Miracles zum Beispiel rausboarden kann. Genauso wie City of Traitors, die ich jetzt hier zusammen mit den Ancient Tombs auslege. Also City of Traitors auf jeden Fall kein wünschenswertes Land im Control Mirror, weil man seine Landdrops auf jeden Fall slammen will. Und das ist City of Traitors einfach im Control Mirror nicht besonders wünschenswert, wenn man das Land dann opfern müsste. So, 3 Islands sind natürlich auch super optimistisch. Ich habe damit aber nie Probleme gehabt. Was ich immer überlegt habe, ist, ob 2 Islands vielleicht auch reichen. Besonders wenn man jetzt hier mit 2 Volcanic Island und 2 Tropical Island schon sehr dual-basiert ist. Ob man nicht vielleicht 2 Islands nimmt und ein Bosseju Main spielt, habe ich überlegt. Ist wahrscheinlich im kontrolllastigen Meta auch sinnvoller. Übrigens spiele ich Fetchländer! Ja, was kann man sonst noch generell über das Deck sagen? Die Cantrips hier sind auf jeden Fall das Herzstück des Decks und sind das Einzige, was das Deck anspruchsvoll zu spielen macht. Ansonsten würde ich allen Kritikern recht geben, die sagen, Show and Tell ist vom Anspruchslevel her relativ einfach anzusiedeln. Das ist auf jeden Fall so. Also Anfänger geeignet ist das Deck dadurch, dass man einfach durch Daze und Force lernt man super schnell, was passiert, wenn man versucht, jeden Spell zu countern. Man verliert super schnell seine Ressourcen und wird sich mit 2-3 Handkarten wiederfinden. Wird vielleicht 1-2 Züge länger leben, aber das Deck erzieht einen eigentlich dazu, das nicht zu tun. Und dadurch habe ich mich zu einem Spieler entwickelt, der die Force eigentlich nur im äußersten Notfall benutzt. Und es ist mir auch schon vorgekommen, dass ich einen gegnerischen Jace habe resolven lassen, weil ich mir gedacht habe, hey, ja mein Gott, das ist ein Jace. Aber es ist auch nicht der Weltuntergang und letzten Endes war es der Weltuntergang und ich habe verloren. Forcen sollte man trotzdem nicht voreilig. Was schwieriger ist als in anderen Decks, sind das Haushalten mit den Brainstorms, weil man natürlich auch auf der Starthand immer verleitet ist, Brainstorms durchzurauchen. Aber besonders nach dem Landdrop und wenn der Landdrop kein Fetchland war oder man kein Follow-up-Ponder hat, ist es einfach nicht empfehlenswert. Das sieht man im Laufe der Zeit. So, kommen wir zum Sideboard. Ich habe jetzt hier 2 Bosseju im Sideboard. Also ich, für mich war immer klar, ich bin ein Fan von Bosseju. Bosseju mit Show and Tell zusammen ist schon brutal genug, aber jetzt im aktuellen Okometer ist Bosseju einfach eine Karte, die schwer zu besiegen ist. Jetzt, wo Blood Moon wieder einer der wenigen Feinde ist, würde ich sagen, ist Bosseju allerhöchstens stärker geworden. Ja, und die Karte spricht für sich. Also im Augenblick bin ich eigentlich eher dabei, mehr Bosseju reinzupacken als zu cutten. Mein Removal ist etwas ungewöhnlich. Es ist Drop of Honey. Also es ist nicht das einzige Removal, mein Gott. Ich habe auch noch hier einen Sudden Shock. Ich spiele auch noch einen Wipe Away. Und ich habe auch Release the Arms, was ich in bestimmten Matchups reinbringe. Zum Beispiel gegen
Death in Texas, weil wir ja alle wissen, dass die meisten Death in Texas Spieler einfach nicht wissen, dass sie ihre Kreatur selber schwertern können und dann das ganze Board Release die Ahnung kriegen. Aber Drop of Honey entspringt einer Zeit, die auf jeden Fall so Plays hatte wie First Turn Delver, Second Turn irgendwie Young Pyromancer, wobei der Pyromancer an sich nicht so gut ist wie der andere 1-3er Dude. Das ist natürlich schon ideal, weil der Dreadhot Arcanist dann zuerst abgeräumt wird und man sich da eigentlich drüber freut. Drop of Honey war natürlich noch stärker, als True Name Nemesis besser gespielt wurde oder mehr gespielt wurde. Ist aber immer noch einfach ein super Dauer-Removal gegen nicht-blaue Decks, Maverick-Decks, Death in Texas-Decks, die einfach schwer mit Enchantments zurechtkommen. Wenn man das eventuell mit einer Force noch protecten kann, kann es auch sein, dass der Gegner dadurch im Stillstand ist und du einfach 3-4 Turns gewinnst. Aber man darf sich auch nicht vormachen, dass die Karte ein Allheilmittel wäre. Sie hat auch ihre schlechten Seiten, wie wir gelernt haben. Zum Beispiel gegen Death Shadow kann man trotzdem einfach nicht gewinnen. Und ich habe Drop of Honey mal geboardet gegen Death Shadow, um zu gucken, ob es vielleicht was ändert. Nein, es ändert nichts, weil es einfach die falschen Viecher abräumt. Es räumt die Delver vor den Schatten weg und die Schatten kloppen dich zu Klump. Der Sudden Shock ist super, weil er durch Mother of Runes durchgeht. Ich hatte, bevor ich Drop of Honey gespielt habe, ohne Grün noch ein Kozilek's Return drin, geht auch durch Mother of Runes durch. Ich denke aber jetzt mittlerweile sollte man Removal haben, was auch diverse Elche einem vom Hals halten kann. Und daher ist Drop of Honey und Sudden Shock ist nur noch die Ergänzung. Wipe Away ist ein Allheilmittel, kann man sagen. Auch gegen Artefakte, die nerven. Auch eine Chalice kann das Deck immer noch rausnehmen. Gerade weil die Cantrips so wichtig sind. Ja, und Release the Arms ist Teil der Combo. Teil der Combo mit Firemind's Foresight. Der Plan der Combo ist Show and Tell into Omniscience. Und normalerweise spiele ich nach der Omniscience immer erst einen Spell, um zu sehen, wie der Gegner reagiert, wenn man vielleicht noch einen Sneak Attack oder einen Grieselbrand auf der Hand hat, um dann mit dem Wish reagieren zu können. Das ist dann quasi die spontanste Art, den Gegner zu töten. Man sucht sich dann mit dem ersten Cunning Wish Fireman's Foresight. Fireman's Foresight sucht einen Instant für 3, 2 und 1 raus. Wie ich vorher erklärt habe, sind die Targets in der Regel der zweite Wish, der Impuls und ein Brainstorm. Wobei man dann sagen kann, die ideale Weise, es zu spielen, ist immer der Impuls zuerst. Denn in keinem mir bekannten Szenario ist es irgendwie nicht hilfreich, mit dem Impuls sich mehr Informationen ranzuschaffen. Und die Informationen sind es, auf denen man letzten Endes die finale Entscheidung trifft, wie man killt. Mir ist auch mitten in der Fall mein Foresight-Combo schon mal aufgefallen, dass mir Keycards im Deck fehlen und ich einfach mit dem zweiten Wish auf Intuition gegangen bin und dann mir 3 Emras rausgesucht habe. Ich spiele die Combo auch nur aus, wenn der Gegner drauf besteht. Ansonsten versuche ich immer möglichst schnell den Sack zuzumachen. Intuition ist natürlich kein Hauptbestandteil der Combo. Aber ist auf jeden Fall eine der Wish-Karten des Sideboards, die unverzichtbar sind. Alleine, weil man ja im Mainboard jede Karte 3-mal hat und das eigentlich auf alles tutort. Und auch wenn man einen Cunning Wish castet, ohne dass eine Omniscience liegt, ist das eigentlich immer ein super Tutor. Ein etwas umständlicher Tutor und man braucht die Zeit dafür definitiv. Aber ist auf jeden Fall eine Karte, die deutlich besser ist als Eladamri's Call. Was ich ganz oft höre, Eladamri's Call ist doch besser als Intuition. Nein, ist sie nicht. Aus diversen Gründen. Man kann sie nur mit einer Lotus Petal casten, also dann bräuchte man Grün und Weiß für einen Eladamri's Call und man kann ja letzten Endes nur auf Kreaturen gehen. Also Eladamri's Call ist eine Karte, die ich von Anfang an nicht besonders gemocht habe in dem Deck. Through the Breach ist ein Einzelkönner, ist auch kein Bestandteil der Combo. Es passieren aber trotzdem mit Through the Breach unglaublich verrückte Dinge, wenn man zum Beispiel durch einen gegnerischen Trigger, sagen wir mal Reclamation Sage, mit Target Omniscience gezwungen ist, spontan irgendwas auf die Beine zu stellen und man weiß, man kriegt den Hauptkill nicht mehr hin. Man hat aber noch einen Grieselbrand auf der Hand, kann man in den Response auf den Trigger Through the Breach rein, mit Wish auf Through the Breach und mit Through the Breach einen Grieselbrand reinbringen und dann wenigstens noch 14 ziehen. Also wenigstens im Sinne von die Omniscience geht flöten, aber mit den 14 Karten ist man in der Regel trotzdem in der Lage, den Gegner umzunieten. Die letzten 5 Karten meines Sideboards sind 3 Veil of Summer. Veil of Summer einfach deshalb, weil sie unendlich gut ist gegen blaue Decks, Counter Decks, auch der Discard, der sich
dank Veil of Summer aus dem Meta so gut wie verzogen hat, ist einfach eine Eventualität, die ich gerne abgedeckt habe. Meiner Meinung nach ist auch das Dredge-Matchup besser geworden, wobei Dredge laut Prozentpunkten angeblich nicht so gut ist für Show and Tell, hatte ich da für meine Begriffe nie Probleme mit. Mag aber auch an Grave Digger's Cage und Surgical Extraction liegen, was ja an sich ziemlich wenig Grave Hate ist, aber auch ich habe auch unglaublich gut eine persönliche Quote gegen Reanimator. Was jetzt nicht heißt, dass ich über 50% bin, aber dafür, dass das Matchup eigentlich nicht zu gebrauchen ist, habe ich durch diese 5 Karten, würde ich sagen, so es geschafft, irgendwie 20% meiner Matches zu gewinnen, was für Show and Tell ziemlich gut ist. Also für meine Begriffe. Bevor ich Veil of Summer im Sideboard hatte, war die Quote definitiv nicht so hoch. Ja, und das ist alles, was ich zum Sideboard so sagen kann. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und tschüss.